Hallo und herzlich willkommen auf dem Multikulti-Channel. Ich bin's, euer Laser. Und zwar habt ihr jetzt gemerkt, so, wo bleibt das Video? Ja, Leute, ich muss euch leider sagen, ich komme momentan nicht weiter. Und jetzt seid ihr gefragt. Ich brauche mal eure Hilfe. Ich glaube, das ist so das erste Video, wo ich das erste Mal frage, ob ihr mir helfen könnt. Und nicht, wo ich was erkläre und mir 1000 Leute helfen wollen. Naja, egal. Folgendes Problem. Ich erkläre es kurz. Und zwar hat das mit dem Käfig zu tun. Ich habe hier meine Teile. So, hier haben wir die ganzen Streben und alles. Wie gesagt, das sind ja so teilweise die ganzen Streben, die dazwischen kommen. So, und das Problem ist, Leute, ich möchte diesen Käfig nicht versauen. Ne? Sprich, mit der Bohrung nicht versauen. So, diese Stange, die ihr hier seht, genau, die Stange, die ihr hier seht, die habe ich neu gebogen. Die war eigentlich mal hier vorne so, in dem Style. Die habe ich nur am Ende gebogen, weil die Stange, also wie gesagt, diese Stange hier oben, das war diese hier, die ich in der Hand habe, die war genauso. Und das war richtig schönes Teil. So. Und dann habe ich gebohrt, und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber da vorne, könnt ihr das sehen, steckt was drin. So, und zwar folgendes. Ich hatte diese schöne Stange hier in der Hand fertig gebogen. Und habe versucht, vorne ein Loch einzubohren. Das heißt, eingeschraubt im Schraubstock. Dann habe ich einen Körner genommen, habe den mittig drauf gesetzt. Zack, habe drauf gehauen, sodass ich halt den Punkt in der Mitte körn. Dann habe ich meinen Zweierbohrer genommen, aus meinem HSS Plus Z. Und habe hier den Zweierbohrer genommen, um vorzubohren. Und ihr könnt sehen, der Bohrer hier ist gebrochen. Und zwar habe ich ungefähr 6000 Umdrehungen gemacht, wie es für Alubohren gehört, mit WD-40 zur Kühlung. Das ist ja absolut in Ordnung. Auf jeden Fall ist mir hier der Bohrer dann gebrochen oder abgebrochen. Und es war nicht zu heiß oder so, also die Geschwindigkeit war echt perfekt. Ich kam gut rein und alles. Ihr könnt hier auch sehen, dass der nicht abgerundet ist oder so. Nein, das Problem ist einfach, dass ich, wo ich ziemlich weit drinne war im Loch, ungefähr bei der Stelle, wo er mir hier gebrochen ist, das ist ja, ihr könnt das Stück ja sehen, so ungefähr, da ich das freihändig gemacht habe, habe ich mich irgendwie wohl leicht bewegt, ja, und der Bohrer hat sich verkantet und ist gebrochen, ne? Das heißt, ich bin mit der Bohrmaschine von oben irgendwie seitlich gegangen oder so. Ich weiß es nicht, kann euch das nicht erzählen. Auf jeden Fall ist mir dieser schöne Bohrer dann kaputt gegangen oder abgebrochen. Ja, und das ist natürlich ziemlich ärgerlich. Dann habe ich den Dremelbohrer genommen, habe das Gewinde nachgeschnitten. Ich war sowieso schon schlecht drauf. Habe das Gewinde nachgebohrt und dann habe ich das Gewinde geschnitten mit dem Gewindeschneider. Und das Problem ist, dass dieser Dremelbohrer, den ich hier habe, das ist der hier, dass ich gar nicht weiß, ob der 2,5 hat. Auf jeden Fall habe ich dann das Gewinde geschnitten, Schraube reingedreht zum Testen und dann war sie so wirklich zur Hälfte drin. Es ging wirklich butterleicht, ne? Und auf einmal ging es kurz schwer und dann habe ich aufgehört, sofort aufgehört. Als ich gemerkt habe, es ging schwer, habe ich sofort aufgehört, wollte wieder rausdrehen, bricht mir die, ich sag's euch, die Edelstahlschraube, die ich hier genommen habe, bricht mir genau am Gewinde oben bündig ab. Könnt ihr das sehen? Genau bündig. Und dann war ich so angepisst, dass mir die abgebrochen ist, hatte ich keinen Bock mehr. Ne? Dann habe ich erstmal aufgehört, habe erstmal nicht mehr weitergemacht, weil dann ist man echt angepisst. So, ne? Ich habe dann versucht, die wieder rauszukriegen. Ich hatte keine Chance, diese Schraube da wieder rauszukriegen. Ne? Das heißt, zum Glück habe ich so ein paar Millimeter Überschuss gelassen. Die konnte ich dann abschneiden. Das Problem ist, dass das Aluminium genau an der Stelle abgebrochen ist und ich konnte die Schraube trotzdem nicht rausholen. Also es war echt Teufelswerk, sage ich jetzt mal. Ja, und dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, ich muss die Stange neu biegen. Dann ist die entstanden und wie ihr sehen könnt, ist das hier hinten so schwarz. Könnt ihr das sehen? Das ist dieser Aufkleber. Das ist genau an der Stelle, wo der Aufkleber war. Das heißt, das war wirklich so der Rest oder das letzte Ende so. Und ja, wichtig ist auf jeden Fall, Leute, dass ich hier ein ordentliches Bohrergebnis kriege. Ne? So, ich gucke gerade nochmal. Hier habe ich zum Beispiel eins. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Ich gucke gerade nochmal kurz. Hier habe ich auch noch eins. Und hier habe ich noch eins. So,
Hier könnt ihr so meine ersten Bohrversuche sehen, die ich hier habe. Und ihr könnt sehen, entweder schief oder so viel Druck, dass der Bohrer an der Seite rauskommt. Oder einfach nur, ja, eigentlich ist das Loch ganz gut geworden. Das lässt sich auch ganz gut schrauben. Die anderen beiden Schraubenlöcher sind für den Arsch. Denn wie gesagt, ist mir auch der Bohrer dann weggebrochen. Da hatte ich sowieso keine Lust mehr. Und dann bin ich nochmal in den Baumarkt zurück und habe mir hier 2 mm HS Spiralbohrer geholt. 2 mm einmal. Und zwar sind das 3 Stück. Ich hoffe, dass die erstmal eine lange Zeit halten. Und dann habe ich mir hier noch so eine Art Spezialbohrer-Set geholt, besorgt. Auch HS. Und zwar haben wir hier, ich halte das mal so, dann können wir alle Maßen sehen. Wir haben hier 1,52, 2,53, 3,3, 3,5, 3,4. Hier haben wir auf jeden Fall alle so Spezialmaßen mit drin. Und ich habe hier aber nur einen 2,5er drin und den will ich mir jetzt nicht verguxen. Deswegen habe ich mir hier noch die 2er geholt zum Vorbohren. Das Problem ist, worauf ich jetzt hinaus will auf diese ganze Geschichte, ist einfach nur, ich brauche einen Bohrständer, Leute. Ich denke, ohne Bohrständer bekomme ich das nicht richtig hin, weil die Maschine echt sau schwer ist. Es ist halt die Bohrmaschine, die ist sau schwer. Und die jetzt immer so gerade, perfekt gerade zu halten, ist auch schwierig. Und zu dosieren ist sowieso schwierig. Ich habe zwar hier so ein Dosierrad und damit kann ich die Bohrmaschine schön dosieren. Aber ja gut, jetzt so die 6.000, 7.000 Umdrehungen, die kriege ich gerade noch so hin. Aber dass dann auch noch gerade immer hoch, runter und dass das gerade reingeht, ohne dass mir der Bohrer abbricht, dafür will ich auf jeden Fall einen Bohrständer, der hier nämlich ranpasst, der passt hier nämlich perfekt ran. Und der einfach nur gerade runter geht. Jetzt kommt ihr ins Spiel. Ich würde gerne von euch wissen, ob ihr einen Bohrständer habt, ob ihr schon Erfahrung mit Bohrständern gemacht habt. Und ob ihr mir einen günstigen Bohrständer empfehlen kann. Wie gesagt, ich will so 40, 50 Euro ausgeben, nicht mehr. Es sollte ein gebrauchter eventuell sogar sein. Ich habe 2 Stück schon gefunden bei eBay. Einmal von Lux und einmal von Bosch. Die sehen beide sehr, sehr gut aus. Einen von den beiden will ich auf jeden Fall haben. Vielleicht ersteigere ich sogar einen von den beiden. Aber mich würde trotzdem interessieren, lohnt sich so ein Bohrständer? Weil ich will echt das Gewinde gerade reinkriegen mit gleichmäßig Druck. Einfach gerade reinkriegen, weil ich habe keinen Bock, diese Stangen wieder zu versauen, weil das jedes Mal eine Sauarbeit ist, die wieder nachzubiegen, ne? Und dann kriegt ihr die auch nie wieder 1:1 genauso hingebogen. Das ist leider das Blöde. Es wird immer wieder ein Unikat und das ist halt eben jetzt bei diesem Fall so, dass das hier beides ein Unikat gebogen ist und man kriegt die nie wieder so hin, ne? Deswegen derjenige, der den Käfig von Christoph Sommer gekauft hat, der kann sich echt glücklich schätzen. Ja, weil das Ding ist echt perfekt geworden. So, und ja, wie gesagt, ich brauche einen Bohrständer. Kann gebraucht sein, ist mir echt schiedegal, ne? Kann aber auch neu sein, solange die Qualität stimmt. Mir ist nur wichtig, dass er gerade runter geht, also wirklich gerade runter geht. Gerade das Loch in der Mitte trifft, nicht dabei verwackelt oder so. Oder ist das einfach, geht das gar nicht? Weil ich habe im Internet nachgelesen, Bohrständer und so, hier, da, gut, ja, nein, voll scheiße und so. Jetzt seid ihr gefragt, würde mich echt interessieren, weil ich komme momentan nicht weiter, Leute. Ich kann nichts machen, ne? Ich will mir die Stangen hier nicht ruinieren und komme momentan einfach nicht weiter, ne? Ich brauche so einen Bohrständer. Ja. Gut, das war's erstmal. Eine Frage an euch, wäre echt super. Ich habe noch ein Video, das kommt im nächsten Video. Das sind die Radmitnehmer für den Kiosho. Die werden wir einbauen. Und dann habe ich hier noch den Luftfilter, den neuen. Den müssen wir auch noch zusammenbauen. Das machen wir dann noch in dem nächsten Video. Wie gesagt, hier brauche ich eure Hilfe. Oder einfach mal einen Rat oder so, ob ihr damit Erfahrung habt. Und wenn ja, was für einen habt ihr? Und ist das wirklich so wackelig oder doch präzise? Und würde mich echt mal interessieren. Das ist einfach nur Neugier. Wie gesagt, so ein Bohrständer wäre mir eigentlich lieber. Ja, weil ich denke auch hier später in das Gelenk. Ich muss ja hier um die Querstreben, sag ich jetzt mal so, zu bohren. Brauche ich ja später hier in der Seite ein Gelenk. Und ich denke, mit so einem Bohrständer und einer Schraubzwänge, die da einfach zwischen ist, da kann man einfach gerade bohren und dann geht der Bohrer gerade hier durch. Und ich denke, damit lässt sich sehr gut arbeiten. Ja, und einen Bohrständer kann man ja immer gebrauchen. Ist ja nicht so, dass ich den jetzt nur für den Käfig brauche, sondern für zwischendurch mal irgendwie ein Loch bohren, was wirklich gerade und präzise sein muss. Und im Modellbau wird das öfter, glaube ich, vorkommen, dass man so einen Bohrständer braucht. Ja, wie gesagt, würde mich mal interessieren. Wie gesagt, so zwischen 30 und 50 Euro.
Ja, wie gesagt, 30 bis 50 Euro. Rechnet den Versand bei mir mit ein. Wenn ihr da was findet, was gut ist, wäre super. Gebraucht habe ich, wie gesagt, habe ich kein Problem mit. Ich bin selber schon am gucken. Und ja, ich suche mir eventuell einen aus oder ich gucke mir die mal alle an und so. Sollte das alles nicht irgendwie so passen, werde ich mir den bei eBay holen. Der läuft in ein paar Tagen aus. Also, was heißt ja doch, in ein paar Tagen so gesehen läuft er dann aus. Das ist entweder Lux oder Bosch. Ich musste mal gucken, auf welchen beiden ich biete. Und ich hoffe, dass ich den so für 30, 40 € sonst ersteigere. Ansonsten, wenn ich die beiden nicht ersteigern sollte oder nicht einen von den beiden ersteigern sollte, dann wäre es echt hilfreich, wenn ihr da für mich einen hättet. Ja, das ist einfach nur so ein Labervideo, weil momentan, wie gesagt, ich bin da irgendwie in so einer Zwickmühle. Ich komme nämlich so gesehen nicht weiter, weil ich will mir echt die Stangen nicht ruinieren, das könnt ihr bestimmt auch verstehen. Ansonsten, das Wetter draußen langsam schmilzt, das finde ich richtig gut. Ich werde gucken, ob jetzt das Wetter irgendwann mal wirklich, wenn so ein bisschen schöne Sonne ist und der Schnee wirklich weg ist, werde ich den Huxilla schnappen oder den Rex. Ich muss mal gucken, entweder Rex oder Huxilla und dann werden wir mal düsen gehen. Ich will endlich auch mal wieder fahren. Ich habe bei dem Huxilla Magnethalterung nachgerüstet. Der hat jetzt auch Magnethalterung an der Karosserie. Und dann müssen wir mal gucken, welchen wir nehmen. Ich will auch die Spektrum gerne schon mal benutzen. Das heißt, vielleicht werde ich sogar den normalen Sender, also den neuen normalen Spektrumsender in den Huxilla einbauen, um ihn einfach mal die Tellung zu testen. Hätte ich voll Bock drauf. Ja gut, wir sehen uns gleich im nächsten Video. Das wird wohl ein, zwei Tage später kommen, denke ich. Da werde ich das hier mit euch machen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich finde es euer Laser. Wäre super, wenn ihr mir helfen könntet mit dem Problem hier. Wie gesagt, Bohrständer 30 bis 50 €. Sollte super sein, sollte nicht wackeln, sollte präzise sein. Also von mir aus kann der auch aus Plastik sein. Solange der gerade runtergeht und präzise ist, ist mir das scheißegal. Ne? Und er sollte so einen Hebel haben. Es muss auf jeden Fall so eine Hebelverteilung sein. Am besten so ein Drehkreuz oder ein Hebel, mir egal. Hauptsache das Gewicht oder man kann den Druck gleichmäßig auf den Gegenstand ja, machen. Sonst brechen wir wieder die Bohrer ab und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ne? Ja, super. Wie gesagt, Leute, ich bin's, euer Laser. Wäre super, wenn ihr mir da helfen könntet. Jetzt brauche ich eure Hilfe. Jetzt wäre es super, wenn ihr mir helfen könntet. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Und habe hier den Zweierbohrer genommen, der jetzt verschwunden ist. Ja. Eben war doch noch da. Magie. Bin ich jetzt blöd? Ist er doch, der klebt hier oben an der Spitze, ich gehe verrückt. Naja, auf jeden Fall habe ich hier den Zweier bekommen. Thank you.